Weiter geht's mit Welcome Shop mit einem riesen Problem, das hier aber leider alle zu Hause haben. Und zwar ist das ihr Klobürst. Warum? Weil die Klobürst nämlich nicht funktioniert. Ich zeige Ihnen das. Ich meine, das Problem ist, erstens, ich komme mit der Klobürst zwar da rein, komme aber nie da unten rum. Das heißt, da sammelt sich der Dreck an. Ober ein Rand komme ich nicht richtig rein, da kann ich hier fummeln, wie ich will. Deshalb hängt man da alle möglichen Sachen ins Klo rein. Das Dritte ist im Prinzip, wenn ich irgendwo mit der Klobürst mal Klopapier oder sonstige Rückstände habe, dann sieht es so aus, dass ich es hinterher in meiner Bürste drin habe. Wenn ich die rausnehme, dann sieht es so aus, dann steht es halt wie Klo unter Wasser. Wenn Sie irgendwo was putzen, ja, klar, Sie schmieren es hin und her, können es hinterher mit der Spülung wegmachen. Wie sieht die Bürste aus? Die Hälfte bleibt dran hängen, deshalb sehen die dann auch irgendwie nach einer Weile so aus. Und weil das keinen Wert hat, haben wir für Sie hier bei Welcome Shop weltexklusiv das WC-Wunder. Zur Reinigung Ihrer Toiletten gibt es unzählige Modelle, von billig bis zum Hightech-Designer-Modell. Aber eines ist bei allen gleich. Die Bürste, die Bakterienschleuder Nummer 1. Vertrauen Sie ab sofort dem WC-Wunder. Antibakteriell durch Silberionen. Ein extra langer Stiel gewährleistet hygienisches Reinigen. Mit dem hochflexiblen, wasserabweisenden Silikonreinigungspad erreichen Sie bequem jede Stelle in Ihrem WC. Und selbstverständlich auch im Urinal. Die Reinigungsnoppen lösen auch hartnäckige Verunreinigungen spielend. Durch den Lotus-ähnlichen Effekt bleibt Ihr WC-Wunder immer sauber und trocken. Das WC-Wunder, antibakteriell, mit Lotus-ähnlichem Effekt und extra langem Stiel. So, und was das WC-Wunder alles kann und wie uns das Leben einfacher machen kann, das zeigt uns jetzt der Anton. Anton, ich grüße dich. Hallo. Hallo, Volli, ich grüße dich. Freut mich, dass du die Zeit gefunden hast. Weltweit auf alle möglichen Erfindermesse unterwegs und prämiert. Jetzt bei Welcome Shop endlich mit dem WC-Wunder. Sag uns einfach, was ist der Unterschied, wie funktioniert es? Ja, der direkte Vergleich, wenn man mal macht, das sieht man schon mal gleich, einer der großen Unterschiede, dass wir einfach den Stiel länger gemacht haben, damit man, wenn man auch mal unten in die Tiefe drin reinigt, dass ich dann immer mit den Händen drin. Ich habe immer das Problem, ich bleibe da mit den Fingern dran hängen. Das ist einfach unangenehm. Das stimmt. Und das, was man noch sieht hier, wir sind total flexibel. Wir haben hier ein Reinigungspad aus Silikon. Mhm. Da sind wir vorne an der Spitze flexibel, dass ich am unteren Rand reinigen kann. Und natürlich auch, wenn es in die Tiefe geht, wenn es Rohr eng wird, wenn ich ein Urinal habe, wo wirklich nur eine ganz, ganz kleine Öffnung hat, überall da kann ich damit reinigen. Und für die Flächereinigung, wenn es mal eine große Fläche ist, einfach nur diese Reinigungsnoppen, die sind auf beide Seiten drauf. Und wie das im Klo aussieht, wenn man was, da mal reinigt. Was für Material ist das? Es ist ein Silikon, es ist antibakteriell, hätte ich jetzt was vergessen. Antibakteriell, das heißt, 99,9% der Keime der Bakterien werden abgetötet. Das heißt, ich habe nicht mehr diese Bakterienschleudern da irgendwo rumliegen, sondern die werden hier größtenteils abgetötet. Genau, und es kann sich einfach nichts mehr übertragen, gerade wenn wieder mal eine Darmgrippe irgendwie rumgeht. Ja, muss alles jetzt sein. Wie das jetzt aber hier in der Praxis funktioniert, das sieht man. Wir haben gesagt, wir sind komplett flexibel. Das heißt, ich kann auch diese ganze Rundung, da passt sich die Bürste immer an, egal wo ich da reinigen will. Ich kann sogar hochgehen bis unter der Rand drunter und kann unterm Rand reinigen. Ach so, das ist ja genial. Das ist ja das, wo du wirklich sonst mit nichts hinkommst. Genau, da kommt man ja mit nichts ran. Ja. Und ich bin daheim wirklich erschrocken, als ich das bei mir das erste Mal mit unserer neuen Bürste gemacht habe, was da noch für Dreck vorgekommen ist. Und es funktioniert natürlich auch in der Tiefe. Und zwar bis nach sauber. Genau, viel sauber, richtig. Und zwar bis nach dem Knick, da muss ich schon gar nicht mehr hingucken können, 5-6 cm weiter, macht die Bürste noch sauber, weil man einfach durch das flexible Pad wirklich bis in die letzte Ecke reinkomme. Und das ist natürlich dann auch die Garantie, dass man wirklich ein sauberes Klo wieder daheim habe. Okay. Und jetzt haben wir aber vorhin gesagt, es bleibt ja nichts mehr dran. Genau, hängen, ne? Das haben wir ja gesagt. Jetzt pass auf, jetzt wollen wir das ja aussehen. Richtig, machen wir uns einfach mal Platz. Damit habe ich das vorhin gemacht. Richtig, jetzt gehe ich mal rein nochmal mit unserer Bürste. Da haben wir einfach nur Toilettenpapier ins Wasser rein, damit man mal sieht, dass wirklich das nichts dran hängen bleibt. Das löst sich ja so halb auf und bleibt dann wirklich überall klar. Richtig, und wenn man mal sieht, wie flexibel das ist, das heißt, es passt sich wirklich immer wieder an. Ich kann da drin reinigen, wie ich will. Und wenn ich es jetzt rausziehe, dann sieht man mal, das Wasser läuft sofort wieder ab. Das heißt, es bleibt kaum was dran hängen an Wasser und Schmutz hat überhaupt keine Chance, dass ich dran mache. Genau, machen wir einfach nochmal den direkten Vergleich. Rein. Und was haben wir? Sabbert und voll mit irgendwelchen
Spülzeug. Ich sage als immer, daheim ist es nicht immer unbedingt nur blau. Ne? Wollen wir aber gar nicht näher drauf eingehen. Wir machen es nochmal kurz raus. Wir machen auch nochmal einfach nur den direkten Vergleich, wenn man sehen, was bleibt jetzt da an Feuchtigkeit, was bleibt an Wasser drin hängen. Weil ich habe ja immer das Problem, wenn ich die normale Bürste rausziehe, vertropfe ich mir immer das ganze Klo. Ich gehe hier rein, ich reinige ganz normal. Jetzt ziehe ich sie raus, einmal kurz ein bisschen abgeklopft. Und wenn ich jetzt mal da drüber gehe, über das Papier. Ein, zwei Tröpfle. Richtig. Und damit hat es sich. Und das ist natürlich auch die Garantie, dass ich daheim nicht mehr so richtig den Dreck habe. Sollen wir mal vergleichen? Ja, die kann man ja zum Duschen nehmen. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Also hier der direkte Vergleich, was da Dreck rauskommt. Es sieht einfach nicht schön aus. Aber ich hätte nie geglaubt, dass wir so viel Spaß haben mit dem Klobürste verkaufen. Ja, genau. Und jetzt gehen wir aber auch nochmal an die hartnäckige Sache ran. Du hast ja vorhin schon probiert, mal die Marmelade hier von dieser Fliese wegzukriegen. Ja. Das mache ich bei uns ganz einfach, wenn es mal angetrocknet ist, wenn es Ränder sind, Wasserränder, wie auch immer, einfach nur mit der Reinigungskante. Und jetzt zeigen wir mal, wie das funktioniert. Okay. Das ist ja wirklich, also wie, wirklich so wie so ein Schaber, wie so ein Abzieher. Genau, wie so ein Teigschaber. Ja. Aber man kann natürlich auch mal richtig, wenn es angetrocknet ist, ein bisschen Wasser dazu, hat man immer eine Toilette drin, mal richtig kratzen, mal richtig schaben. Kannst du dich noch erinnern an die Sendung mit dem Raab, Stefan Raab? Der hat den Spruch gesagt über das Teil, da geht die Scheiße wirklich ab, auch wenn man Marmelade kackt. Richtig, ja. Er hat sie aufgegriffen, weil es war ein Riesenhype. Wir haben Goldmedaille gekriegt in Genf, die Presse war da, Morgenmagazin, RTL, ich weiß nicht, wie sie alle heißen, die ganzen Sender haben sich drauf gestürzt. Gucken wir mal das an. Ja. Und so sieht es mit der Röderstelle. Genau. Also ich sage, Anton, ich glaube, es hat jetzt wirklich jeder kapiert. Und ich glaube, von dem Ding hier können wir uns wirklich verabschiede. Richtig, weg damit. Das peile ich. Und wenn Sie auch eins haben wollen, hier haben wir noch mal kurz für Sie zusammengefasst, wie Sie es kriegen können und wie es funktioniert. Zur Reinigung Ihrer Toiletten gibt es unzählige Modelle. Von billig bis zum Hightech-Designer-Modell. Aber eines ist bei allen gleich. Die Bürste. Die Bakterienschleuder Nummer 1. Vertrauen Sie ab sofort dem WC-Wunder. Antibakteriell durch Silberionen. Ein extra langer Stiel gewährleistet hygienisches Reinigen. Mit dem hochflexiblen, wasserabweisenden Silikonreinigungspad erreichen Sie bequem jede Stelle in Ihrem WC. Und selbstverständlich auch im Urinal. Die Reinigungsnoppen lösen auch hartnäckige Verunreinigungen spielend. Durch den Lotus-ähnlichen Effekt bleibt Ihr WC-Wunder immer sauber und trocken. Das WC-Wunder, antibakteriell mit Lotus-ähnlichem Effekt und extra langem Stiel. So, jetzt haben wir hier mal kurz noch mal ein bisschen umgebaut, weil, dass man einfach noch mal die Problematik sieht. Weil man Richtig. Gibt ja im Prinzip, wenn du mal zusammenrechnest, was gibt man eigentlich in so einem Menschenleben aus für Klobürste? Ist Wahnsinn, ja. Ich glaube, da schlägt man im Kopf zusammen, wenn man das mal wirklich ausrechnet. Ne? Weil es ist einfach eine riesige Summe. Man kann ja heutzutage in den Baumarkt gehen, du kannst ein Modell für 5 Euro kaufen, du kannst ein Modell für 50 Euro kaufen, du kannst ein Modell für 100 Euro kaufen, spielt überhaupt keine Rolle. Was sie alle gleich haben, wenn du die Bürste nimmst und aus dem Ständer rausziehst, egal ob das eine Edelstahlröhre ist, wie auch immer, ist immer sowas unten dran, vielleicht mal eine andere Farbe, vielleicht mal irgendwie gestreift, gesprengelt, wie auch immer, aber die Bürste ist eigentlich immer unten dran. Und wir haben immer so einen kleinen Versuchsaufbau gemacht, dass man einfach Wasser genommen habe, mal nochmal so Toilettenpapier rein und jetzt drehe ich da einfach mal durch, dass man einfach mal sehe, was passiert der da. Unterschied. Egal, ob ich mit meinem 5-Euro-Modell in das Wasser reingehe, wo das Wasser oder Schmutz drin ist, oder ob ich mit dem 50-Euro-Modell da reingehe, spielt überhaupt keine Rolle. Und man sieht hier und im direkten Vergleich. Ja klar, und das ist ja auch der Grund, warum dann die Bürste, so sehen sie neu aus und nach 6 Wochen sehen sie so aus. Und spätestens da sollte man sie eigentlich wegschmeißen. Und das geht ja auf die Dauer ins Geld. Und hier hast du jahrelang mit dem gleichen und was immer macht, Spaß. Und was macht die leidgeplagte Hausfrau? Sie zieht sich einen Gummihandschuh an. Man geht wieder her, man zupfelt die Dinger raus, was weiß ich. Und man sieht ja auch jetzt wirklich, wenn ich es mal direkt vergleiche, hier ein paar Wassertropfen und die Perle auch dann schon wieder ab. Es bleibt einfach nichts hängen. Ich kann da stundenlang, tagelang, wochenlang rumdrehen. Es ist einfach die Problematik, dass diese Bürste den Dreck wirklich magisch anzieht und es alles dran hängen bleibt. Anton, vielen herzlichen Dank. Und Ihnen zeigen wir noch mal ganz kurz, wie Sie an so eine Bürste reinkommen können. Vertrauen Sie ab sofort dem WC-Wunder. Antibakteriell durch Silberionen. Ein extra langer Stiel gewährleistet hygienisches Reinigen. Mit dem hochflexiblen, wasserabweisenden Silikonreinigungspad erreichen Sie bequem jede Stelle in Ihrem WC. Und
selbstverständlich auch im Urinal. Die Reinigungsnoppen lösen auch hartnäckige Verunreinigungen spielend. Das WC-Wunder, antibakteriell mit Lotus-ähnlichem Effekt und extra langem Stiel.